Hallo, ich bin Kai Tschonischwili für das Beat Magazin und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man einen beliebigen Synthesizer-Sound einfach fetter machen kann. Dabei werde ich jetzt nicht den klassischen Chorus-Effekt nehmen, sondern ich werde ein paar andere Sachen nutzen. Und ich mache das Tutorial zwar in Ableton live und mit den bordeigenen Mitteln, aber man kann diese Werkzeuge letztendlich auch mit jeder anderen gut ausgestatteten DAW umsetzen. So, nun geht's los. Viel Spaß. Ja, in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man einen Synthesizer-Sound einfach fetter macht. Und in Ableton Live geht das ziemlich schnell und letztendlich auch sehr effektiv. Also man hat wirklich genügend Stellschrauben, um an den Feinheiten rumzudrehen. Und ich werde jetzt nicht einfach so einen Chorus-Effekt draufklatschen. Ich werde das ein bisschen anders machen. Zunächst einmal, ich habe folgende Sequenz. Und der Sound, der klingt einfach noch ein bisschen dünn. Der darf ruhig ein bisschen fetter werden. Und ich mache das folgendermaßen. Ich werde diesen Sound in den Return-Kanal A reinrouten. Ich mache jetzt erstmal nur Sense-Only, damit man nur das hört, was ich jetzt bei dieser Return-Spur effektiere. Jetzt gehe ich in meine Audio-Effekte rein und werde zunächst den Echo-Effekt von Ableton Live 10 nehmen. Ich könnte es auch mit einem Ping-Pong-Delay machen, aber ich mache das jetzt mit dem Echo, weil er einfach neu ist. So, also im Grunde genommen drehe ich erstmal Feedback weg und ich will eigentlich nur, dass das Signal von dem Original kurz einfach gedoppelt wird, mehr nicht. Das heißt, Dry-Wet mache ich auf 100%. Okay, jetzt macht es keinen Sinn, dass ich nur Sense-Only mache, fällt mir gerade auf. Ich mische das jetzt mit dem Original. So. Und ich nehme jetzt ein Ping-Pong-Delay, damit das Signal von links nach rechts immer schwingt und wir einfach ein breiteres Stereo-Feld haben. Das heißt, ich gehe hier unten und gehe von Stereo auf Ping-Pong. So, 1/8 Noten, das ist auch genau das, was ich auch schon wollte. Also es soll wirklich einfach nur so ein Doppel sein. Feedback brauche ich halt erstmal nicht, weil sonst habe ich so eine Echo-Fahne. Und ich gehe von Dotted auf Notes. Damit habe ich wirklich ein richtiges Doppel und nicht jetzt irgendwie noch so eins mit punktierten Noten. So, das ist jetzt erstmal die Basis, dass das Signal fetter wird und der Clou fängt jetzt an. Ich ziehe vor dem Delay-Effekt nämlich drei Effekte und zwar zunächst einmal die Amp-Simulation. Wenn ich die hier vorziehe und ich mal jetzt einfach nur das Send-Signal anmache, dann hört man eben, dass sich das Signal letztendlich verzerren kann. Und ich finde die Blues-Charakteristik, die passt ganz gut, weil die das Signal nicht so krass verzerrt, aber doch so ein paar Obertöne hinzufügt und das Signal einfach so ein bisschen mehr so Sparkle bekommt. Mit dem Original. Jetzt kriegt man auch was von dieser breiteren Bühne mit. So, und nach diesem Amp ziehe ich jetzt noch einen Kabinett-Effekt. Das heißt, letztendlich kann ich damit simulieren, als würde ich das Signal, was jetzt aus den Lautsprechern kommt, nochmal mit dem Mikrofon abnehmen. Also ich kriege sozusagen noch so eine Rauminformation mit dabei. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Mikrofonposition nicht auf nah, sondern auf weit entfernt, also far einstelle, dann wirkt das einfach alles noch so ein bisschen weiter weg und ich finde, das passt dann irgendwie besser, um so einen breiten Effekt hinzubekommen. Ein bisschen weiter weg. Näher dran. Weiter weg. Jetzt kann ich noch unterschiedliche Lautsprechersimulationen nehmen. Perfekt, das passt doch. Ja, Output steht hier Mono. Ich mache das mal dual. So einen großen Effekt höre ich jetzt nicht. Egal. Nächster Effekt, das ist der Pedal-Effekt. Damit kann ich so Bodentreter-Effekte halt simulieren. Und ich finde, das passt auch nochmal ganz gut, um so ein bisschen in die Klangfarbe einzugreifen. Also hier, finde ich, kann man einfach noch ein paar Details in der Obertonstruktur korrigieren, bearbeiten, wie auch immer. Und ich würde dort jetzt einfach ein geringes Dry-Wet-Verhältnis nehmen, damit das einfach nicht so übersteuert.
Und wenn ich diese drei Effekte, das sind ja alles irgendwelche Gitarreneffekte, wenn ich diesmal gruppiere und an- und ausschalte, dann hört ihr auf jeden Fall auch, dass die so den Clou von diesem Trick so ein bisschen ausmachen. Ja, und zu guter Letzt kann ich im Echo-Effekt auch noch die hohen und die tiefen Frequenzen ein bisschen beschneiden, wenn ich der Meinung bin, ich habe da zu viel Bass und zu viele Höhen drin. Das mache ich in dem Echo-Hauptmenü, sage ich mal. Hier unten habe ich einmal den Hochpassfilter und einmal den Tiefpassfilter. Ich mache nur das Send-Signal. So zum Beispiel. Ein bisschen lauter. Cool. Ja, und jetzt kann ich natürlich auch noch speziell in diesem Echo-Effekt noch so ein paar Feinheiten machen. Ich könnte zum Beispiel das Stereofeld noch ein bisschen breiter ziehen. Oder auch enger machen. Also generell finde ich diese Möglichkeit ganz gut. Wenn ich jetzt im Mix merke, der Sound ist irgendwie schon fetter geworden, aber eigentlich muss der in der Stereobühne nicht so breit, nicht so offen sein, dann kann ich das ein bisschen einengen. Vielleicht passt das dann besser im Mix. Auf der anderen Seite kann ich aber noch unter Charakter noch Wobble und Noise hinzuschalten. Also ich finde eigentlich nur Wobble gut, weil dadurch bekomme ich noch so ein paar Tonhöhen, Schwankungen in diesem Echo-Effekt mit rein. Und das Ganze wirkt noch ein bisschen lebendiger und organischer. Nicht so übertrieben, aber so. Vielleicht noch ein bisschen Rauschen rein. Nee, muss nicht. Cool. Original. Ja, und das könnte ich jetzt natürlich gruppieren und dann zum Beispiel abspeichern und dann halt als Synth fetter machen, Preset festhalten. Ja, ich finde, das ist super simpel. Also einfach nur ein Ping-Pong-Delay nehmen, der das Signal einfach nur verdoppelt und im Stereofeld so ein bisschen hin und her pinkt und ponkt. Und davor auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Amp-Simulation. Kabinett finde ich super, um so eine Distanz zu erzeugen. Und dann auch diese Pedal-Effekte, damit man ein bisschen in die Obertonstruktur und halt noch ein bisschen Verzerrung reinbrutzeln kann. Cool, so, ganz einfach und ganz fix und ganz schnell und damit bin ich raus. Tja, das war's schon wieder mit diesem Tutorial und ich hoffe natürlich, dass ihr ein bisschen Inspiration mitnehmen konntet. Wenn dem so ist, gerne den obligatorischen Daumen nach oben und ich empfehle euch auf jeden Fall unseren Kanal zu abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt, denn es gibt regelmäßig fleißig neuen Stoff zum Thema elektronische Musikproduktion. Tschüss!